10 Tipps für Wohnungskatzen. Wer eine Katze in sein Haushalt aufnimmt, der muss sich unter anderem die Frage stellen, ob sie Freigang bekommen darf. Wenn du dich aufgrund der Umgebung für eine reine Wohnungshaltung entschieden hast, möchten wir dir hier 10 Tipps dafür geben, damit deine Katze ein glückliches Leben bei dir führen kann. Als erstes, 2 sind besser als eine. In der Regel sollte eine Wohnungskatze nicht alleine gehalten werden, da ihr sonst der Kontakt zu Artgenossen fehlt und sie sich beginnt zu langweilen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, Geschwister in dein Haushalt aufzunehmen, ansonsten sollten die Katzen auf jeden Fall ungefähr im selben Alter sein. Als zweites, die Katzentoilette. Pro Katze sollte man mindestens ein Katzenklo in der Wohnung haben, da einige Katzen es nicht mögen, sich das Örtchen zu teilen. Außerdem muss es täglich sauber gemacht werden und alle 1 bis 2 Wochen solltest du das Streu komplett wechseln und die Unterschale auswaschen, um alle Reste zu entfernen. Als drittes, das richtige Futter. Achte darauf, dass das Futter für deine Wohnungskatze einen ausreichenden Fleischanteil enthält. Katzen, die keinen Freigang haben, können keine Tiere wie Mäuse fangen, um sich eine zusätzliche Portion Fleisch zu beschaffen. Damit deine Katze ihre Haarballen besser herauswürgen kann, solltest du ihr Katzengras zur Verfügung stellen. Als viertes, Kratzmöglichkeiten. Katzen, die ausschließlich in der Wohnung gehalten werden, brauchen genügend Kratzmöglichkeiten, damit sie sich nicht an deinen Möbeln zu schaffen machen. Wenn deine Katze den Kratzbaum nicht annimmt, kannst du es mit Katzenminze versuchen oder du wechselst den Standort. Als fünftes, der Schlafplatz. Katzen lieben es, alles genau im Blick zu haben. Da sie im Freien auch auf Bäume klettern können, kannst du ihr Abwechslung bieten, indem du Bretter an der Wand befestigst und sie bequem einrichtest, damit sie noch eine zusätzliche Schlafmöglichkeit bekommt. Heizungshängematten sind mit Vorsicht zu genießen, denn Katzen merken oftmals nicht, wenn es zu heiß wird. Kontrolliere dort also immer die Temperatur. Als sechstes, katzensichere Wohnung. Gekippte Fenster sind gefährlich, von Balkonen können Katzen ohne Schutz ebenfalls fallen. Achte also darauf, dass deine Wohnung katzensicher eingerichtet ist. Informiere dich vorab, welche Pflanzen giftig sein können und wo du mit Katzennetzen arbeiten solltest. Als siebtes, Katzenspielzeug. Auf eine ausreichende Beschäftigung sollte bei der Wohnungskatze geachtet werden. Biete deiner Katze also verschiedenes Spielzeug an, wie Katzenangeln, Spielzeug mit Katzenminze oder Mäuse. Als achtes, Rückzugsmöglichkeiten. Katzen müssen die Chance haben, sich verstecken zu können, gerade wenn es einmal lauter im Haus wird oder du staubsaugen möchtest. Achte also darauf, dass sie im Haus die Möglichkeit hat, sich zurückziehen zu können. Als neuntes, Katzenkommunikation. Katzen mögen keine laute Musik oder Geschrei. Wenn sie kuscheln möchte, dann kommt sie zu dir. Zwinge ihr bloß nichts auf. Deine Katze wird dir zeigen, wann sie ihre Ruhe haben möchte und auf diese Zeichen solltest du auch achten und Rücksicht nehmen. Als zehntes, Spielen. Katzen lieben es, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Das Spielen miteinander wirkt sich positiv auf eure Beziehung aus und die Bewegung tut deiner Katze gut. Wenn du unsere 10 Tipps beherzigst, dann wird deine Wohnungskatze auch ohne Freigang ein glückliches Leben führen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.